Heute ist Premiere. Garrett Power Max Turbolader. Da sieht man, dass die Drehmensch-Stütze immer wieder an die Achse geschlagen hat. Hier haben wir bei dem Auto Blockmod gemacht. Ist ein Nahluftkühler drin, Abgasanlage, Turbo und so weiter. Was ist das hier? Hey, Alter, das ist Holz. Guten Tag, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr seht, meine Haare werden immer länger, irgendwie komme ich nicht dazu, die zu schneiden, weil wir sehr viel zu tun haben. Und heute ist Premiere, Garrett Power Max Turbolader. Das ist der neueste Upgrade-Lader für den Ford Focus ST MK3. Mit dem Setup folgendes, und zwar der Kunde hat das alles selber zusammengebaut, Ansaugrohr von HG, Ladeluftkühler von AirTag, Abgasanlage ist die Ego X, ja, ein bisschen Spielereien wie Hardpipe und so ein Kram, ja, und dann natürlich als, wie sagt man das, Kirsche auf der Sahnetorte, ja, oder so, irgendwie sowas, ja, ne? Ja. Gut, dann machen wir das so. Dann sagen wir einfach Kirsche auf der Sahnetorte, wie ihr seht, wir haben die ersten Mappings abgefahren, ich habe ganz langsam angefangen, hier habe ich es ein bisschen verkackt, aber hier, erste Map waren 348 Newtonmeter, 245 PS und ohne Scheiß bei 0,5 Bar Ladung. Das ist schon geil. Dann habe ich die zweite Map mal gemacht. Da haben wir dann schon 535 Newtonmeter. Da werde ich vielleicht von diesem Peak so ein bisschen weggehen. Gucke ich gleich aber nochmal, weil ich muss jetzt erstmal den Haltedruck nach hinten mehr kriegen. Wir haben jetzt hier 299 PS. Die 3 hätte ja ruhig schon mal stehen können, aber naja, wollte er nicht. Wir haben hintenrum sogar noch einen Haltedruck von 1,25 Bar. So, also wirklich bei 6.500 Umdrehungen. Jetzt muss ich hier natürlich ein bisschen mit Druck und Zündung arbeiten. Aber wie gesagt, wir fangen das Ganze ein bisschen vorsichtig an. So, und jetzt könnt ihr gespannt sein auf die nächste Messung. Jetzt einmal Scheiße passiert. Guck mal, hier. 611 Newtonmeter, 336 PS. Da bin ich mir in meinen eigenen Boost-Cut gewasselt. Den hatte ich extra gesetzt bei 1,7 Bar, damit der halt nicht zu krass eskaliert, der kleine Lader. Ja, ich sag klein, das ist aber gar nicht so. Das Ding kann schon ganz schön was. Das Schwierigste ist immer bei sowas tatsächlich die Wastegate-Taktung rauszufahren. Ich habe einen Solldruck gehabt von 1,5 und hier war ich von der Taktung doch ein bisschen sehr hoch, dass er schon 1,79 Bar gemacht hat und das wirklich gehalten sogar bis mal 5700 Umdrehungen. Lambda und so weiter passte, sieht man auch, aber er macht dann halt einmal einen Fuel Cut, wenn er zu lange im Overboost drin ist. Und da sieht man aber, was das Ding kann. 1,7 Bar bei 5700 Umdrehungen. Alter, das ist eine Ansage für so einen Upgrade-Lader. Ich bin ja schon hart begeistert gerade. Alter Schwede, ist das ein geiles Ding. Finde ich gut. Ich mache die nächste Map fertig. Ja, kleiner Sprung zum Volvo. Der Kunde kam zu uns, weil er diverse Klapperprobleme hatte mit seinem Fahrzeug. War in, ich glaube, ein oder zwei Werkstätten, sagte er, hat neue Kupplung gekriegt und so was und hatte immer wieder Probleme mit dem Fahrwerk und mit Klappergeräuschen. So, Punkt 1. Da sieht man, dass die Drehmensch-Stütze immer wieder an die Achse geschlagen hat. Und das war ein Klappern. Das andere war das baumelige Traggelenk hier. Das ist so ausgelutscht, dass ist klar, dass das Geräusche macht. Die war noch okay, die machen wir noch eine Achse, dann ist hier auch in Arsch. Ja, und hier haben wir dann schon alles einmal neu. Drehmensch-Stütze haben wir eine von Vibratech eingebaut und jetzt gibt es gleich eine Probefahrt, ob das weg ist. Und dann ist alles wieder fein. So, und beim Garrett Power Max Turbolader, den wir gerade auf dem STM K3 abstimmen, haben wir leichte Schwierigkeiten, also Leistungen kriegen wir auf jeden Fall. Auch gut für einen Upgrade-Lader. Aber das Auto hat ja grundsätzlich das Problem mit dem zu kleinen Abgasgehäuse und dem kleinen, ja, Rohrbogen zum Abgasgehäuse selber. Das ist ja von innen wirklich viel zu klein. So, und da stoßen wir jetzt langsam an unsere Grenzen. Das zeige ich euch gleich auf dem Prüfstandsraum. Ja, Leute, wir mussten einmal switchen zum BF400-Umbau, weil der Power Max, da komme ich gleich zu, da gibt es ein paar Sachen, die ich gerne erklären will. Heute habe ich auch einen neuen Kameramann. Ricky ist da hinter der Kamera, weil Luca hat Urlaub und Luca hat auch das Mikro-Geräusch mit nach Hause genommen. Deswegen hoffe ich, dass die Tonqualität passt. Hier haben wir bei dem Auto Blockmod gemacht. Ist ein Nahluftkühler drin, Abgasanlage, Turbo und so weiter. 650er Düsen, Upgrade-Pumpe und den BF400 Lader. Jetzt habe ich das Auto gerade abgestimmt. So, wir haben jetzt hier 372 PS, 555 Newtonmeter und hinten raus fällt er sehr stark ab. Das liegt jetzt an der Abgasanlage. Das ist nämlich ein sogenannter Kammerendschalldämpfer und da staut sich das Abgas, dann hast du zu viel Gegendruck, wenig Ladedruck und musst dann halt mit weniger Leistung leben. Da spreche ich gleich noch mit dem Kunden drüber, aber ich denke mal, das passt erstmal so. Ich hatte mit ihm gesprochen, er sagte, Ergebnis ist mega, sieht ja auch gut aus. Muss ich mal drüber mit ihm quatschen, ob er eine andere Auspuffanlage noch haben will oder nicht. In dem Fall wäre die
Bull X eigentlich am besten, weil die hinten schön im Y aufgeht, kaum Abgasgegendruck, alles super, alles wunderbar. So, und jetzt machen wir gleich beim Garrett Power Max wieder, da ist nämlich ein bisschen was zu erzählen. Jetzt sind wir beim Garrett Power Max Umbau und Leo ist hinter der Kamera. Genau, heute Vertretung. So, ja, gerade war Ricky Vertretung, jetzt bist du dran. Da gibt's einen echten Text zu. Ganz krasse Nummer. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also, zuerst hatten wir sind da einmal ein bisschen Boostcut reingefahren, 1,7 Bar und sowas, gut. Und dann bin ich das Auto auf der Straße gefahren und dann konntest du an der Zündlinie sehen, so, ha, der nimmt Zündung raus, wie ist das? Und alles klar, dann habe ich erstmal einen Kunden angerufen und gesagt, pass auf, was tankst du? Und dann sagt er, ja, das und das. Und sag ich, ja komm, lass mal Ultimate tanken. Ne? Sagt er, jo, fahr leer, mach voll mit dem Ultimate-Zeug und dann wollen wir mal schauen, wie er läuft. Getankt, dann Kerzen gewechselt und dann war das mit der Zündung erstmal gut. Dann haben wir angefangen mit der Leistung. Dann sind wir so bei 6000 Umdrehungen, hatten wir noch 1,5 Bar. Das waren dann so 330, 340 PS ungefähr. Und dann fing er bei 6000 Umdrehungen an mit Zündaussetzern. Volles Programm, wie so ein Maschinengewehr. Also, ne? Und da war dann erstmal sauber, da haben wir gedacht, was kann das sein? Dann haben wir erzählt, er hat vorher Schubabschaltung drauf gehabt auf dem Auto. Und wenn du so ein Phänomen hast, ist es so, wenn du zum Beispiel einen Cut zu sitzen hast, dann geht der Druck generell runter. Der Lader hat ein mega hohes Boostpotenzial und du würdest dann sehen, ja gut, der macht jetzt nicht mehr, was weiß ich, 1,9, sondern 1 Bar. Das hörst du auch, das Auto wird leiser. Okay, Ansaugung zusetzen, so konnte nicht sein, er hat ja Ladedruck gehabt. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass zwischen Turbine und Auslassventil so viel Druck, also so viel Abgasgegendruck entsteht, dass die Ventilfeder das Ventil nicht mehr zuhalten kann. Das ist natürlich richtig scheiße. Das ist totaler Mist, weil dann öffnet das Ventil oder geht nicht zu, kommt wieder Abgas im Brennraum, dann hast du natürlich Aussetzer, logisch, dann geht nichts mehr. So, wir haben jetzt die Leistung so weit zurückgefahren, dass wir jetzt bei 315 PS sind und sauberen 546 Newtonmeter auf Map 2. Wir könnten fahren sogar über 600 Newtonmeter mit dem Ding. Er macht ja 1,8, 1,9 Bar. Also das Potenzial ist beim Lader extrem, aber es bringt dir nichts, wenn die Abgasseite dann so klein wird, dass du so einen hohen Abgasgegendruck hast, dass die Ventile nicht schließen können. Es bringt ja nichts, wenn du so einen schönen Verdichter und alles hast, was richtig geil funktioniert und die Turbine super früh anspult. Das merkst du bei diesem Lader auch, der ist sofort am Start. Also der ist gefühlt noch krasser als der Serienlader, ist der am Spulen. Das liegt einfach daran, weil der hat sehr, sehr viele Turbinenschaufeln, der hat ein sehr kleines Abgasgehäuse. Ich bin persönlich der Meinung, wenn wir weniger Schaufeln hätten auf der Turbine, dann wäre dieses Problem so nicht existent. Dann kommt er zwar einen Tacken später, aber ich brauche ja bei, ich sag mal, 2000 Umdrehungen noch nicht, oder nicht schon 1,2 Bar Ladedruck. Und das schafft der Lader. Der macht bei 2000 Umdrehungen macht der 1,2 Bar. Das ist schon echt heftig. Gut, wir sind jetzt, um das ein bisschen abzukürzen, wir sind so weit zurück mit der Leistung, dass das sauber läuft. Wir sind jetzt bei 315 PS. Du kannst ja mal herkommen. So, also hier haben wir 315 PS, 546 Newtonmeter in dem Verlauf. Schön auf dem Plateau. Ne, weil zu viel ist für einen Serienmotor jetzt auch nicht unbedingt schön. Dann haben wir in der ersten Map haben wir 274 PS und 452 Newtonmeter. In der ersten Map fahren wir 1,1 Bar bis hinten zum Begrenzer und hier fahren wir 1,5 Bar knapp und das fällt dann runter so auf 1,3 und dann bauen wir obenrum ein bisschen ab. Ja, passt soweit. Das läuft. Ne? Ja, mit dem Kunden habe ich drüber gesprochen. Powermax Lader ist ja eine ganz neue Geschichte, also es ist ein ganz neuer Lader auf dem Markt und da haben nicht viele Leute Erfahrung mit. Potenzial 315 PS ist schon gut für einen Upgrade-Lader. Also im Großen und Ganzen passt das. Alles gut. Was ich nur dazu sagen muss, man hat dann als Tuner, also wenn solche Dinge passieren, plagen dich ja gewisse Selbstzweifel. Und dann denkst du so, boah, scheiße, habe ich denn irgendwas vergessen an der Software oder sonst was? Irgendwelche Begrenzer, irgendwas? Ich kann es hundertprozentig versichern, nein. Weil ich habe tatsächlich mit dem Datenstand dann, den habe ich auf ein anderes Auto drauf gespielt, wo ein ganz anderer Turbolader ist, viel größere Luftmasse, und alles Mögliche einfach ganz anders. Und da hat er das nicht gemacht. Er dreht sauber durch, ist also sauber, zieht er durch bis oben hin, hält seine 1,7 Bar, fahre ich bei dem Auto, zieht er wirklich schön durch. Also die Grundmap passt, liegt nicht an der Software. Also es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass du irgendwas oder dass ich irgendwas vergessen habe, weil so selbstkritisch ist man dann schon, dass man sich denkt, so, ha, könnte vielleicht doch sein. Nein, das
funktioniert, Datenstand ist alles in Ordnung und tja, das ist dann das Ergebnis. Also viel mehr wird wahrscheinlich nicht gehen, dafür ist der Abgasgegendruck dann doch zu hoch. Tja, aber es ist schon mehr als mit dem Serienlader, muss man ja sagen, bei diesem Auto. Und auch alleine diese 550 Newtonmeter auf dem Plateau sind ja auch schon krass. Du hast das ja sonst 500 runter. Und hier hält er richtig schön einmal gerade das Drehmoment. Es fährt mega geil, also es ist was ganz anderes, wirklich. Er spricht viel früher an, noch gefühlt, als der Serienlader. Er hält das Drehmoment deutlich länger. Ne? Komm doch mal her, dass wir das mal vielleicht doch nochmal zeigen können. Muss er sehen. Von hier, gut, da hat er einen leichten Überschwinger, aber bei 550 ungefähr ist er, oder 540 hatte ich ihn begrenzt, ne? 46 macht er, das ist Toleranz. So, und dann hast du diesen Leistungsbereich, bis 4000 Umdrehungen hält das Ding stumpf, im Prinzip diese 540 Newtonmeter. Und das ist schon mal ganz anders als beim Serienlader, da wäre schon irgendwo hier unten bei ich sag mal so gut 300 Newtonmeter wahrscheinlich. So, und hinten raus schaffen die Serienlader dann hier oben immer den Bogen, also hier. Nur nicht so krass wie der hier. So, und das ist einfach, du merkst schon, dass es eine ganz andere Geschichte ist als mit dem Serienturbolader. Es fährt wesentlich besser. Der Kunde müsste noch ein paar Zeiten messen, das wäre mal interessant. Ne? Und ja, soweit, so gut. Sind wir damit durch. Ne? Das Einzige, was halt sein kann, das nochmal dazu zu sagen, dass wirklich die Schubabschaltung zum Beispiel bei dem Auto, weil die haben wir nicht gemacht. Ich weiß nicht, was da vorher, ich habe es auch überhaupt nicht ausprobiert. Ich bin das Auto vorher gar nicht gefahren, weil der Lader war montiert vom Kunden. Und habe da gar nicht geguckt wegen der Schubabschaltung. Das Steuergerät war lesegeschützt. Konnte ich also auch nicht nachgucken, wie viel negativen Zündwinkel gefahren oder wie viel negativer Zündwinkel gefahren wurde und so weiter. Gut, muss man so hinnehmen. Es kann natürlich auch sein, dass am Motor dann, da habe ich auch mit ihm schon drüber gesprochen, dass da durch die Schubabschaltung irgendwie Scheiße passiert ist, kann natürlich auch sein, das werde ich dann sehen beim nächsten Kunden, der potenziell mit so einem Lader kommt. Das sind Sachen, die sind offen. Das weitere Vorgehen werde ich auch mit dem Kunden besprechen, also lassen das nicht einfach so im Raum stehen, sondern ich rede schon mit ihm darüber und was man da vielleicht machen kann. Ja, aber soweit ist der Stand erstmal bei diesem Lader, bei diesem Auto, mit diesem Motor. Mal gucken. Eigentlich, wie gesagt, Ergebnis ist schlecht. So, dann würde ich sagen, Jo, was tun wir jetzt? Nächstes Auto. So, wir sind beim nächsten Fahrzeug. Der BF550 Umbau. Da hatten wir leichte Probleme mit der Leistung. Und nicht so richtig. Tada. Kammerschalldämpfer. Mega. Richtig gut. Da herrscht ein kleines Problem. So richtig eingestellt war der auch nicht, weil die Endrohre sind ab jetzt kunststoffbeschichtet. Kann man machen, muss man jetzt nicht, aber naja, in Anbetracht dessen, was der Hex-Diffusor kostet, ist das meistens kacke. Jetzt haben wir noch folgendes Problem. Scheinbar hat der Wagen irgendwie 3-4 Mal eine andere Auspuffanlage gekriegt, weil die Halter, die unter dem Auto sind, passen nicht zu, also eigentlich nicht zu der Auspuffanlage, deswegen sind die Halter auch alle so verbogen gewesen. Also das kannst du ja mal noch ins Bild packen. Die sind, der geht noch, der war mal heiß, oder wurde mal heiß gemacht. Und hier ist auch alles irgendwie komisch. Ich weiß noch nicht mal, welcher Hersteller diese Auspuffanlage herstellt. Aber naja. So, wir wollten dann eine HG Motorsport Bull X Abgasanlage drunter bauen ab Cut. Die kennt ihr ja. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Also, diese Auspuffanlagenhalter hier sind eigentlich für eine Mongoose. Das ist so. Viel schlimmer ist aber, erstmal passen die und zweitens, was ist das hier? Alter, das ist Holz. Junge, Holz. Ernsthaft Holz an einem Auto. Wir besorgen jetzt erstmal neue Halterleber, oder? Ja, sonst wird das echt schwierig. Ja, ich werde das mal mit dem Kunden besprechen und ihm erklären, dass wir da was neu machen müssen. Das weiß er ja selber nicht, dass so ein Scheiß da drunter ist. Aber falls nochmal irgendjemand auf die Idee kommen sollte, eine Auspuffanlage mit Holz aufzuhängen, nein. Nicht machen. Ja, hier sind wir im Ford Mondeo. Das ist das Fahrzeug, welches den komplett überholten Motor bekommen hat, weil die Laufbuchse war ausgewaschen, Kopfdichtung kaputt und so weiter. Braucht neue Kolben. Kopf ist überarbeitet worden, ist alles wieder fertig. Auto läuft, alles gut. Jetzt brauchen wir noch einen Luftfilter. Wir haben Spannrollen gekriegt. Und weil wir waren ja, wie viel gelaufen? 200, wie viel? 293.000 gelaufen. Wir haben natürlich das Traggelenk im Arsch, Spurstangen waren kaputt. Ja, also alles nicht mehr ganz so toll.
Und das kommt jetzt einmal neu. Dann geht der Wagen gleich zur Achse. Dann kannst du hier nochmal die geile neue Spurstange. Ja, hier ist sogar Licht. Ja. Ist ja auch eine Lampe oben drüber. Ja, von der anderen Seite war es zu dunkel. Okay. So, und dann geht der Wagen gleich zur Achsenmesse. Und dann ist der, wenn der Luftfilter dann geliefert wird von der Firma Tore Zentrum, ist der Wagen fertig. Kann abgeholt werden. Geil. Heute ist so richtig Freitag, ne? Oh ja. Ich sag nur Holz. Also die Halter sind bei Ford häufig zu erwerben. Haben wir gerade bestellt, kommen dann... Mit ein bisschen Glück heute. Denke auch. Ja, dann haben wir noch einen B400 um, oder? Mhm. Da geht's dann gleich auf den Prüfstand. Einen wunderschönen guten Tag. Ist es zumindest bei uns. Heute ist Montag, Anfang der Woche. Vollgas. Hier geht's richtig ab. Einmal Vollcheck, Blockmod, Software und so weiter. Also der Kunde kam eigentlich zu uns, weil er gesagt hat, das Auto möchte mal durchchecken lassen, auch bezüglich Software und was alles so gemacht wurde und wie der Stand des Fahrzeugs ist. Und ich bin mit dem Auto schon gefahren, habe mir die Logdaten rausgezogen, habe geguckt, werden wir auf jeden Fall noch abstimmen. Aber was ich total geil finde, guckt euch einfach mal den Innenraum an von diesem Auto. Mega gelungen, es sieht richtig geil aus, ist natürlich für Performance fraglich wegen Gewicht und so weiter, weil dafür gibt es ja verschiedene Richtungen. Optisch ist es einfach mega, es ist super geil umgesetzt, richtig schönes Auto. Gehen wir zum nächsten. Ja, hier der nächste Kunde ist aus Würzburg angereist. Einmal Komplettcheck, dann hier unten der vordere Unterfahrschutz, das kennt ihr wahrscheinlich, das Spielchen. Weggeflogen, beide Radfahrschrank kaputt, Unterfahrschutz muss neu, wird alles erledigt. Dann kriegt er noch jetzt einen Blockmod und dann auch noch eine Abstimmung. Dann ist er auch soweit wieder alles im Lot. Ja, letztes Auto für heute und für diesen Vlog BF400 Umbau. Wir haben einmal den Motor neu gemacht, den hatten wir schon im Vlog, den Wagen. Da hat sich der Kunde noch entschieden für einen BF400 Upgrade Lader, die Benzinpumpe, die 650er Düsen, dann brauchten wir noch die Downpipe und Cut. Der Rest war vorhanden. Wagner Ladeluftkühler verbaut. Ja, Bull X-Up Turbo dann jetzt mit der RS-Ansaugung. Nicht ganz so mega optimal. Hier ist alles ein bisschen sehr eng geschnitten, sag ich mal. Musste mit dem Luftmassenmesser ein bisschen arbeiten, damit er keine Probleme macht. Ansonsten aber alles sehr gut. Läuft sehr gut. Wir haben 395 PS, 577 Newtonmeter, gehen hier sauber raus. Wir haben einen Ladedruck von, wir steigen ein mit 1,4, ziehen an auf 1,6 und dann geht es runter, Turbolader bedingt. Ich werde das gleich auf jeden Fall nochmal auf der Straße testen. Zahlen stehen. Wir machen jetzt Feierabend. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ihr könnt es gerne ein Like da lassen, ein Abo, die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Bis dann. Ciao.